Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Ostern. Und wir sind hier, kurz davor, mal wieder uns zu prügeln. Das Problem ist, das habe ich vergessen jetzt zu machen. Ich wollte mich vor der Aufnahme nochmal neu ausrüsten. Ich stehe euch zur Verfügung. Danke, dass du das tust. Da. Alistair hat eine Wunde. Aber ich glaube, ich habe keine Verletzungsausrüstung mehr. Nein, habe ich nicht. Ach, Mist. Na. Und ich will das jetzt endlich zu Ende bringen. Da. Wir rüsten uns noch schnell aus. 6,99. Ja. Ach komm, die sah cooler aus. Ich nehme wieder die Elfenrüstung. Einfach, weil ich es kann, okay? Und Morgan, du... Ich weiß nichts. Ich weiß, sie ist ein Magier und sie braucht eine Robe. Aber sie... Ach, ich weiß nicht. Alistair, du brauchst eindeutig... das da. Du Templer. Und ich habe bei den Waffen nicht geguckt. Schande über mich. Schande. Naja, egal. Reflexion. Reflexion. Was auch immer. Wir versuchen es jetzt mal so, obwohl... Warte. Roger, du bist ja ein Schurke. Und das heißt, du kannst Tränke werfen und Todeswurzeln benutzen. Also Extrakte. Und verschiedene Salben. Und unser Inventar ist komplett voll. Ach ja, dieses Horn müssen wir auch noch machen. Ah, so viel zu tun. Und keine Zeit. Naja, doch, wir haben Zeit. Das hier. Okay. Das könnten wir benutzen. Ach Mist, zu früh. Harrowmont. Ja. Ihr habt euch die falsche Seite ausgesucht. Der König ist unwichtig, solange es eine starke... sehr über... Ja. Und jetzt hat Todeswurzelextrakt. Sehr schön. Und jetzt bewegen wir uns nicht allzu sehr weit weg. So. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren. So, was kann ich hier? Du bist erledigt! Okay, jetzt gehen wir dahin. Die machen wir dann. Alistair, du bist ja fast tot. Warum sagst du mir nichts? Grrr, du Bratwurst. Wo ist sie? Ach, jetzt geht's Runde 2. Gut, Alistair, du nimmst nicht unseren letzten... Ach doch, nimm. Der Sieg gehört mir. Wir müssen uns weiter konzentrieren. Deine hübschen Zähnchen werden sich hervorragend als Halskette eignen. Mist, ich hab vergessen, dass da ja die ganzen Fallen sind. Aber jetzt machen wir den hier weg. Kein Problem. Hey! Dafür stirbst du jetzt. Okay, soweit so gut. Da ist auch eine Falle, die macht Roger mal weg. Natürlich. Und wir leben. Was zur... Nein, wir leben nicht. Du kannst nicht gewinnen. Ja, natürlich. Wir könnten nicht gewinnen, wenn das so weitergeht. Ah. Okay, Todeswurzel. Javia. 5. Roger. Ah. Okay, Leute. Roger ist gleich tot. Roger ist tot. Ich muss das Alistair jetzt weiter machen. Oder als Morrigan. Ich habe eine Idee. Morrigan, du wirst mal wieder kurz ein Bier.
Mist, wir werden wieder sterben. Was war? Drei war das? Nein, vier. Ja, okay, Moment. So wird das nichts. Wir müssen uns... Das ist schon gut gelaufen, aber wir müssen uns einfach mit mehr Wundumschlägen ausrüsten. Ich schneide das mal kurz raus. Bis gleich. Deine Hosenzähnchen werden sich hervorragend als Halskette eignen. Zeig keine Gnade! Geschafft. Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Ich habe auch jetzt, glaube ich, mittendrin einfach in den Kampf reingeschnitten. Tut mir leid dafür. Wir sind wieder da. Hi. Katerschlüssel und bla bla bla. Nehmen wir einfach alles mit. Boah, wir haben es geschafft. Ich habe vergessen zu sagen, ich habe die Sachen verkauft, uns ein bisschen neu ausgerüstet, nichts eingekauft. Aber das ist jetzt auch egal. Wir haben es geschafft. Na, endlich. Naja, was heißt denn na endlich? Wir haben dreimal versucht und beim dritten Mal hat es geklappt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich musste kurz, beziehungsweise gehört, aber ich musste kurz lachen. Denn Alistair hat gesagt, Zeit zu sterben und dann ist er selbst gestorben. Da musste ich kurz lachen. Oh, ich hab ein furchtbares Lachen. Nein. Mir schwindelig. Vermutlich, weil es zu heiß ist und ich habe nichts Besseres zu tun, als hier mit einer dicken Jacke zu sitzen. Kann mal einer von euch mir sagen, was in meinem Kopf falsch geht? Dass ich mir denke, oh, es ist heiß, am besten mal eine Winterjacke anziehen. Und dann, ich musste viel laufen. Und dann bin ich wieder hierher gekommen und habe ich noch alles mitgenommen, was wir liegen gelassen haben. Für später, in Anführungszeichen. Später war dieser Moment. Ich will diese Falle entschärfen. Warum kann ich nicht... Na gut, dann eben nicht. Was denn so knapp? Ach, komm schon! Jetzt, ich will diese Falle entschärfen. Warum kann ich nicht diese Falle entschärfen? Ja! Geschafft! Wunderschön. Diese 5 Punkte nehme ich mit.
Und er saß da und überlegte über das, was er gerade getan hat. So viele Menschenleben sind schon wegen seinem Dolch gefallen. War das von der Grammatik her korrekt? Bestimmt nicht, aber egal. Wir speichern und freuen uns Kekse. Gut, fangen wir an. Natürlich fangen wir an. Womit fangen wir an? Kannst du mir diese Frage beantworten oder nicht? Truhe öffnen. Liebesbrief. Wir finden überall Liebesbriefe. Ich mache mir langsam Sorgen. Tafel. Ach, wir können die Pfeile opfern. Guck mal, wie viele Eispfeile ich gefunden habe in der ganzen Höhle. Nee, die bringen Geld. Da, ich kann einen Kurzbogen hergeben. Habe ich gerade Kurzbogen oder Kurzbogen gesagt? Ich habe keine Ahnung. Mir ist warm. Was sollen wir jetzt tun? Wir haben getötet. Ach, da, Tür. Metalltür. Öffnen. Los. Yay. Du hast den Schlüssel verwendet. Ach, nee. Ich dachte, ich habe diesen Knochen da benutzt. Ach, warte, das ist ja kein Knochen. Okay, vergessen wir das. Staub. Überall ist Staub und Licht. Ich mag das übrigens sehr. Solche Effekte. Ja, natürlich. Halte stets nach Händlern Ausschau, die Handwerkszutaten und Rezepte verkaufen. Ja, danke für den Tipp. Ist ja nicht so, dass ich von selbst drauf gekommen bin. Ihr merkt, ich bin ein bisschen angespannt, aber ich musste so viel laufen. Ich habe auch schon... Bei den Bärten all meiner Ahnen. Wie seid ihr? Wo kommt ihr her? Ich frage mich auch. Ihr habt ein Loch in meine Wand gemacht. Es tut mir leid. Ja, ihr solltet es reparieren lassen. Das mache ich jetzt. Ja, ihr solltet es reparieren lassen. Das wird mich ein Vermögen kosten. Ich fasse es nicht. Hoffentlich kommen nicht noch weitere Unruhestifter da rausgekrochen. Bald gehört die Stadt den Verbrechern und den Nacks. Ganz sicher. Gern geschehen. Die habe ich gern geholfen, Idiot. Von wo sind wir jetzt rausgekommen? Ach, von da. Ah, okay. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mann, aber das kam jetzt wirklich unerwartet. Rede nochmal mit mir, mein Freund. Ey, richtig, ich musste so viel laufen. Ich habe drüber nachgedacht, das nicht rauszuschneiden, weil ich wirklich sehr viel laufen musste. Und wenn ich leide, dann ihr auch. Aber ich bin doch irgendwie nett. Das Wort. Und schneid's raus. Red mit mir. Ihr schon wieder? Ja. Wollt ihr etwas kaufen oder eine andere Ecke meines Ladens in Schutt und Asche legen? Also, eigentlich das Erste, aber Letzteres klingt auch ziemlich verlockend. Habt ihr eine Tochter namens Dagna? Ja, hat sie euch belästigt? Sobald sie den Gestank der Oberfläche riecht, lässt sie nicht mehr locker. Wie eine Klette. Schon gut, sie hat mich nicht belästigt. Gut. Aber du! Aber sagt mir Bescheid, sobald sie euch irgendwie stört. Ich sollte gehen. Ihr seid jederzeit wieder willkommen. Ach, auf einmal? Und viel Geld braucht ihr ebenfalls nicht. Wir tauschen nämlich auch. Gut zu wissen. Das ist jetzt, ich weiß nicht, warum es so einen Pfeil über dem Kopf hat, aber wir haben das geschafft. Ja. Ich möchte erstmal endlich Osama auf unsere Seite holen. Pardon. Hab gerülpst. Und dann fällt mir ein, dass wir ja noch so viel anderes zu tun haben. Anschlagtafel. Seelenwald. Baue eine Armee voll. Osama und... Oh, wenn wir Osama haben, dann ist das ja schon fast vorbei, das Spiel. Dann würde ich vorschlagen, dass wir erstmal was anderes machen. Ja, das machen wir nicht. Tiefen Wege können wir nicht. Das machen wir jetzt. Und was ist das? Du hast einfach gestorben. Wenn du möchtest, kannst du es stellvertretend. Ach so, dann geben wir erstmal das Buch zurück, bevor wir Osama verlassen. Und Teig, und ein Brot, Bahn, Osamatan für tot behalten. Das ist, glaube ich, auch in den tiefen Wegen. Das heißt, das hier und das hier machen, können wir noch nicht machen. Dann machen wir das und das. Das dann machen wir nicht und dann machen wir das. Obwohl, dann machen wir noch die ganzen anderen Sachen und... Ach, ihr versteht schon, was ich meine. Wir geben erstmal das Buch ab. Denn wir müssen das Buch abgeben.
Und wir sagen dem Vater lieber nicht, dass seine Tochter Magierin werden will. Denn ich habe keine Ahnung, wie das so ankommt. Warte, wo müssen wir das Buch nochmal abgeben? Ach nee, nicht das da. Das hier. Das kannst du bewahren. Mill nun. Das heißt, wir müssen in diesen Laden. Bücher. Stadt des Staubs. Kirche Osmer. Schenke. Rüstungsschmiede. Ja, Halle der Helden. Importwaren. Diamantviertel. Die tiefen Wege kommen wir noch nicht hin. Gut, dann gehen wir eben jetzt ins Diamantviertel. Ich glaube, da war das. Die Bücherei, die Bibliothek. Glaube ich. Das sollte kein Problem sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache die Folge übrigens heute ein bisschen länger, oder? Ja, nein, ich weiß nicht. Wir machen auf jeden Fall noch diese Quest. Und dann. Ja, mal schauen. Ich habe jetzt komplett die Zeit aus den Augen verloren. Und wenn das passiert, dann müssen wir alle Unkraut jäten gehen. Mhm. Genau so gehört sich das. Wer das Gegenteil behauptet, ist eine Nuss. Und ich mag Nüsse. Okay, bis ganz nach hinten. Halle aha. Habt ihr jetzt voll verstanden, ne? Ihr versteht mich immer so gut. Seid euch gewahrt, dass die grauen Wächter und Lord Harrington Verbündete sind. Habt keine Angst. Bratwurst's lecker. Gerüchte im Ständeviertel. Sei ruhig. Massenrekrutierung der grauen. Ich werde ehrlich zu euch sein, ich mag keine Bratwurst. Ich mag's nicht. Der Wächter hat sich Harrington. Wow! Was? Zusammenbraut. Ach so. Ich dachte schon, hä, warum greifen die mich an? Ja, okay, macht mal. Ja. Puh, Roger liegt am Boden. Hey, vorsichtig! Und schon bist du aufgestochen. Was ist das? Wow! Das hebe ich mir auf für einen guten Moment. Keine Gnade! Ja! Ich werde noch keine Gnade geben, Roger. Hey, das ist ja einer bei Morrigan. Morrigan macht ihn fertig. Na, geht doch. Hat gedauert, aber es hat funktioniert. Lass Müller mal in Ruhe. Na also. Jetzt du. Lass Alistair in Ruhe. Obwohl, schlag weiter. Und das war's. Und wir haben einen Stufenausstieg. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ja. Yeah. Was ist gerade passiert? Egal. Stufenausstieg. Mir ist aufgefallen, wir können noch was anderes machen. Und zwar, wir haben jetzt Assassine und wir können noch Duelland, Waldläufer nicht oder Bade machen. Das schaue ich mir ein andermal an mit euch. Und wir machen weiter. Wir können. Was macht da. Ups, nein. Okay. Aber ich wollte ja Schlösser knacken jetzt machen. Glaube ich. Ja. Wir machen jetzt halt mal Schlösser knacken und das nächste Mal machen wir das. Denn endlich können wir alles auseinanderprügeln. Ich meine, mit unseren Fähigkeiten öffnen. Was ist heute los mit mir? Okay, es ist immer irgendwas los mit mir. Aber heute ist irgendwas Banane. Ich mag Bananen. Aber ich mag keine Birnen. Und beides fängt mit B an. Das bist du, der mein Buch will. Dein Buch. Ja, hat es gefunden. Nein. Und eine ungewöhnliche Gelehrte. Das heißt, wir müssen jetzt zum Zirkel der Magie. Wächter, ich danke euch. Ihr seid ein. Oder der Magie. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wenn da nur ein I statt ein IE ist. Pardon. Aber ich weiß es nicht. Fakt ist. Ach, stimmt. Nach dem hier wollte ich die Folge beenden. Tschüss.